Der Aufbruch in ein neues Informationszeitalter hat längst begonnen. Das Internet bestimmt unseren Alltag, beruflich wie privat. Zum fünften und letzten Mal in diesem Jahr hat News Aktuell zum Media Coffee eingeladen, einer Veranstaltungsreihe von und für Medienmacher und PR-Experten. Dieses Mal ging's nach Berlin. Das Thema: Wie wird Kommunikation im Jahr 2020 aussehen? Ich glaube, es würde schon reichen zu sagen, wie wollen wir denn im Jahr 2020 kommunizieren? Was sind denn die Dinge, die wir erledigt sehen wollen im Jahr 2020? Und da würde ich sagen, die Aufgabe von Journalisten besteht in der Kontrolle von Macht und in der Kritik von Macht und in der Kritik der bestehenden Systeme und in der permanenten Verbesserung. Und diese Aufgabe war vor 20 Jahren die gleiche wie heute und die wird auch noch in 10, 20 Jahren die gleiche sein. Was aber nach wie vor das große Thema ist: Wie kann man mit Content im Internet Geld verdienen? Wenn ich das wüsste, dann würde ich vielleicht nicht hier stehen, sondern in irgendeiner Chefetage in Manhattan sitzen und einen weltweit operierenden Medienkonzern leiten. Das wissen wir alle nicht. Wir machen das Learning by Doing. Ich denke, es wird die eine große Finanzierungsquelle nicht geben. Es wird ein bisschen Werbung sein, vielleicht ein bisschen Paid Content. Ich denke, dass Stiftungsgelder eine Rolle spielen werden, obwohl wir in Deutschland hier haben keine Stiftungskultur. In Amerika ist das anders. Also es werden mehrere Quellen sein, aus denen es kommt. Die eine große Quelle sehe ich ehrlich gesagt nicht. Eine große Quelle ist nach wie vor Werbung. Sascha Lobo, Blogger und Autor, sieht da die Werbebranche in der Pflicht und noch jede Menge Nachholbedarf. De facto ist es so, dass bei vielen, keineswegs bei allen, aber noch bei vielen großen internationalen Kampagnen immer noch in den großen Kategorien gedacht wird, so ein Werbespot, ein Kinospot, ein Printanzeigen, Plakate, in diesen Sachen, die es seit Jahren gibt. Und dass dann als gewissermaßen Abfallprodukt irgendwann dazu halt noch irgendeine Bannerkampagne entwickelt wird. Und das halte ich für eine Herangehensweise, die ungefähr so ist, wie sich auf Print zu konzentrieren. Das funktioniert noch eine Zeitraum X. Aber es ist nicht richtig, was strategische Ausrichtung angeht. Insofern würde ich erwarten, dass Werbeindustrie und Medien gemeinsam an besser funktionierenden Werbeformen arbeitet, ohne dabei diese ethischen Schranken zu überschreiten, die zwischen Journalismus und Werbung eingehalten werden sollten. Die Weltgruppe macht derzeit vor, wie man mit Print- und Online-Titeln Erfolg haben kann. Jan-Erik Peters ist Chefredakteur aller Welttitel. Sein Konzept? Also eine Redaktion muss lernen, in Geschichten zu denken und nicht zuerst in Medienkanälen. Also wir müssen darüber diskutieren, was das Thema Sarrazin bedeutet, was wir da recherchieren wollen, ob wir ein Interview bekommen, welche Stimmen wir dazu haben und so weiter und so fort. Und dann erst darüber nachdenken, was gehen wir jetzt online auf Sendung, was machen wir am nächsten Tag in der Welt und wie bereiten wir das Thema in der Welt am Sonntag auf. Auch die PR-Branche spürt die Veränderungen und profitiert davon, wie gerade ein ganz aktuelles Beispiel gezeigt hat. Wir haben als Agentur gestern die Kommunikation der 16. Shell-Jugendstudie mit betreut. Und das war im Grunde schon eine völlig andere Kommunikation. Wir haben das vor 4 Jahren auch gemacht als vor 4 Jahren. Also es hat sich in 4 Jahren schon sehr viel verändert. Das Thema Twitter spielte damals noch keine Rolle, war dieses Mal ein ganz wichtiges Instrument. Viele der Angesprochenen, ob Jugendliche oder Politiker, haben getwittert, haben innerhalb von 24 Stunden extrem offen über verschiedene Fragen diskutiert. Also das ist schon eine ganz andere Art der Kommunikation, die wir auch gemerkt haben. Damit ist für dieses Jahr die Veranstaltungsreihe Media Coffee erst einmal beendet. Jens Petersen von News Aktuell mit einem positiven Fazit. Ich denke, die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr war sehr erfolgreich. Wir hatten fast 1500 Besucher bei uns zu Gast, PR-Leute, Journalisten, Internet-Experten. Also die Bude war mal richtig voll und das ist ja schon mal super. Auch wenn man natürlich sagen muss, was jetzt wirklich 2020 passieren wird in der Medienwelt, das bleibt natürlich spannend und war vielleicht auch ein Hauch zu ehrgeizig in der Formulierung unseres Titels. Aber trotzdem ein absolut positives Fazit für unsere Veranstaltungsreihe. Wie wird Kommunikation im Jahr 2020 aussehen? Eine Frage, die gar nicht ehrgeizig genug diskutiert werden kann.